Hochwasserkatastrophe 2013 hält Deutschland nach wie vor in ihrem Bann. Die Hamburger Feuerwehr unterstützte jüngst erst die Partnerstadt Dresden, um den Menschen dort zu helfen. Jetzt ziehen fast 170 Helfer mit schwerem Gerät nach Bleckede aus, um dort die Deichanlagen zu schützen. Über die Stadtgrenzen hinaus, über die Autobahn nach Mecklenburg-Vorpommern, ging es dann direkt bis an die Elbe. Ein Stopp, der die Koordinierung der einzelnen Kräfte dient, ist dabei eher obligatorisch und bringt die Männer nicht aus der Ruhe. Neben den Kameraden der Hamburger Feuerwehr arbeiten inzwischen auch knapp 300 freiwillige Helfer, um die Deichanlage um weitere 30 cm zu erhöhen. Die fast 500 Kräfte vor Ort müssen die ca. 25 Kilo schweren Sandsäcke in kräftezehrender Handarbeit in einer Kette deichauf transportieren. Dabei können sie am Tag maximal eine Strecke von einem Kilometer zurücklegen. Derzeit ist geplant, 8 Kilometer zu sichern, der in einem 46 Kilometer langen Abschnitt liegt. Neben den Kollegen der Berufsfeuerwehr Hamburg stehen sich vor allem aber auch Partner der Freiwilligen Feuerwehren aus Hamburg, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen gegenüber. Noch schneller? Eine niederländische Firma unterstützt die Hochwasserkatastrophe mit technischem Know-how. Wir kommen aus Holland, vom Einwasseramt, sag mal, da arbeiten wir alle und wir sind hier gekommen, um Ihnen hier in Deutschland zu helfen mit Sandsack. Die Maschinen, die wir haben, das sind spezial entwickelt durch uns selber und wir können so mit einer Maschine, wenn es gut läuft, 1000 Sacken pro Stunde voll Sand machen. Aber Sandsäcke stapeln allein genügt nicht. Eine technisch einwandfreie Einsatzzentrale ist zwingend notwendig, um die eingesetzten Kräfte vor Ort auch sinnvoll koordinieren zu können. Gut, wir bauen jetzt hier insgesamt den Führungs- und Lageanhänger auf. Da drin tagt der Katastrophenstab für die Einsatzleitung der Feuerwehr Hamburg, die hier vor Ort ist. Dazu haben wir einen Funkraum nebenan, wo die Funksprüche weitergegeben werden an die Kräfte. Und dafür wird jetzt alle mögliche Versorgung aufgebaut an Strom. Und damit das Ganze wind- und wetterfest ist, damit wir es in 24 Stunden für die nächsten paar Tage betreiben können. Während die zahlreichen Helfer noch damit beschäftigt sind, die Deichanlagen zu sichern, ist die Altstadt von Lauenburg geflutet worden. Die Elbstraße steht inzwischen unter Wasser und der Hochwasserpegel hat die 10-Meter-Marke knapp erreicht.